Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator Community Server. Ganz Hallo. viele Leute sind dabei. Irgendjemand wollte auch vorlesen. Ich weiß gar nicht wer, aber schieß mal los. Also heute ist ja, dabei also hallo der... erstmal. Ich weiß nicht, ob Sie es wussten, aber es ist gerade 22.22 Uhr und dabei ist der Ghost Gamer Guten LP. Ein Musikbot, der nicht läuft. Ein Marcy, der gerade einfach ins Wort fällt und einfach vorliest, weil der andere nicht aufs Team pushen kommt. Analauto, André, bester Häckslerfahrer, wer auch immer. Der Lukas, Eike, Julian, Diem, LP, Hede, 10, also Zockis HD on YouTube, Werbung und so. Mario, Doppelpunkt P, Pix-Blog Pro Fit 1910 YT unterstrich LS13 Helfer. Ja, das waren sie. Das klingt doch gut, dann haben wir ja richtig. Krass, Marci, du kriegst es genau, meinen Namen richtig Menge, auszusprechen. Ne? Kann einer auf Wechsel nur in Challenge einmal kurz Hexen kommen? Nein. Eigentlich wollte ich ja sagen. Ne? Ich glaube, ich bin ja. Ja, eigentlich wolltest du sagen, aber du kamst leider nicht aus dem Pushen. Doch, aus dem Pushen? Ich muss, ich wusste noch mein. Aber Gunde muss mit der Textur aufpassen, ne? Die sind sich verdammt ähnlich. Wovon? Ja, von gehackten von, und nicht gehackten. Von der Innenansicht, von dem also von zweite dem, Reihe von außen. Von dem geernteten und nicht geernteten. Achte am besten auf den Vorderrad und fahr in der Innenperspektive, dann geht das. Direkt auf die Kante oder wo muss man das Vorderrad? Wird irgendwo ein Abfahrer gebraucht? Das Vorderrad. Muss einfach darauf achten, wo das gerade ist. Wird irgendwo ein Abfahrer gebraucht? Und ja gut, vorher ausfahren, ne? Ja, das ist eine gute Idee. Guten? Ja. Kann ich Mist fahren? Wenn du da Lust drauf hast, genau, wenn du kein Mist brauchst, ist alles gut. Wer stellt? Jo. Guten, kannst du mal wieder vorspielen? Nee, jetzt gerade möchte ich eigentlich nicht so schnell spulen. LP, wenn du möchtest, kannst du Hexer fahren, dann fahre ich dich ab. Boah, ich hab schon echt, ich glaube, ganz Roland. Ganz am Anfang von meinem ersten Hagenstedt-Let's Play im 2013er, da habe ich mal ganz kurz Rüben gemacht, aber sonst habe ich, glaube ich, nie wieder danach Rüben, gerade mit der Vorstufe hier gemacht. So, Rohr ausfahren. Oh. Kommt einer in Hexer auf 25, bitte? Ich muss da noch kurz unter dich. Boah, wie soll man alle durcheinander reden, nicht die? Ich bin gerade Moment Zeit, ich muss kurz hier mich ausrichten. Lukas? Ja? Könnt ihr mir bitte mal den Zähren helfen? Boah, ist das knapp. Ja, kann ich gleich machen. Ey, guter Helfer, kannst du im Hexer eigentlich fahren? Ist der ja jetzt... Ah, jetzt, der will nur vorne reinschütten, okay. Dann schüttet er halt vorne rein, mir auch egal. Lass mal stehen, wenn es passt. Andere Seite der ja, das ist mein scheiß Gaspedal, das reagiert manchmal so ein bisschen über. Boah, ganz schnell. Boah, aber kann es sein, dass hier verdammt viel runterkommt? Ja, das ist auch gedüngt. Ja, fahr durch. Ja, genau, da muss man nur drauf achten. Dass da unten ist, oder was? Ja. Ist er doch jetzt gerade, warum macht er denn nicht? Mario, soll ich dir jetzt helfen? Ja. Aber du sitzt jetzt gleich er selber wieder fest. Ah, okay. Die Silos sind gefährlich. Die Silos sind gefährlich, wieso? Weil ich stecke jetzt mit dem Silo. Siehst du den krassen Texturunterschied? Auf dem einen sind nur so ein paar Knubbel drauf und auf dem anderen nicht. Boah, das habe ich schon so ewig nicht mehr gemacht. Obwohl dieser Rüben-Vorstufe-Ernter ist gar nicht schlecht. Also im Vergleich zum einreihigen Kartoffel-Ernter, da ist das hier echt geil. Luxus. Ja. Du musst nur aufpassen, wenn du zu stark. Ja, gut, nee, ist Quatsch, das ist beim Hacker. Eigentlich fährt man mit dem Ding aber rein. Biogas ist voll. Ich überlege gerade, wie ich das mache. Ich glaube, ich fahre hier gleich mal rein. Ja, ich fahre. Biogas ist voll? Oh. Ich fahre jetzt mal irgendwie rein. Warte. Guter Helfer, kannst du bitte die Rundumleuchte ausmachen? Wieso? Das frisst ein bisschen Performance und wir sind gerade zu so vielen auf dem Server. Ich glaube, da kannst du sogar fast mit 20 fahren, das geht. Ja. Den Ernter. Peter, sagst du mir Bescheid, wenn du voll bist. Den Ernter kannst du mit 20 fahren, Guden, ne? Aber das ist wieder zu realistisch für Guden. Unrealistisch. Eike! Ist mir ein bisschen zu zügig. Ich fahr lieber mit 11. Ich komm mal rüber. Hast du wenigstens noch was für die ganze Folge, ne? Naja, das Feld schaffe ich auch bei 20 nicht in einer Folge.
Oder sticht einer mit einem Magnum quer durch? Mutig, mutig. Nee. Ey, ich wollte noch was sagen zu Leberwurst im Silage-Schiebetechnik. Der hat ja immer diese Silagerolle vorne dran, aber leider ist auf dem Xerion keine Zapfwelle vorne. Obwohl, das ist, glaube ich, optional beim Xerion. Ja, aber auf diesem ist es nicht. Also, glaube ich, würde ich es realistischer finden, wenn die Silagerolle hinten drauf ist. Danke dich mal gerade, wir haben Fahren abruden, ne? Ja, das ist super. Danke. Ich kann einfach kurz nebenher fahren, so ein bisschen. 16 jetzt jo. Fehlt 39. Boah, das habe ich schon so lange nicht mehr gemacht, ne? Ja, Vorstufe vor allem, ne? Ja, das ist gar eigentlich gerade das Coole. Guter Helfer, wo fährst du hin? Ich denke mal, wir werden die Tage mal irgendwann die Europa-Sachen reinnehmen. Aber so lange erstmal so eine Vorstufe, gar nicht so schlecht. Guter Helfer. Vor allem, weil es einfach Spaß macht. Und weil es so auch... Wenn du das Ding angehoben hast, da kommt nicht gerade nichts an. Wer fährt denn jetzt die Rüben ab? Profit. Gib mir mal, ich brauche mein Gewicht. Ja, hinter dir liegt ja schon das ganze Zeug. Voll und gut. Merkwürdig, naja. Du hast dein Dingens aus. Ja, ist ihm auch gerade aufgefallen. Das ist, wenn du voll bist, schaltet er den automatisch aus und dann. Entschuldigung. Ist man leicht, den wieder anzumachen. Er hat gerade nichts zum Tun. Kannst wir haben ein mal... kleines Problem. Ja, warte kurz, ich drehe zuerst. Weil sonst ist das Rohr auf der falschen Seite. Ja, gut, so, das geht ja schnell. Im Fend. Da passt nichts mehr an die Biogas. Doch mal auf Biogas. Biogas. Kriegen wir. Können wir ordentlich Stoff geben, ne? Ghost, bist du sehr voll? Zeit höher stellen. Ja, jetzt elf, jetzt zwei Leute auf einmal abfahren. Ghost, warte mal. Ja, warte, ich fahr auf der anderen Seite, dann passt nee, das. Nee, das geht. Ich mach das so. Ja, aber so viel rein sind jetzt auch nicht stehen geblieben, das geht schon. Ja, Junge, dann lass mich dich doch kurz abtanken. Ja, André, ich komme zu 40. Oh, ja, 40. Oh, gerade hier aber so im Morgennebel, so muss ich sagen, ist es doch relativ schwer zu sehen, welche Textur das gerade ist. Ja. Aber wenn du Innenperspektive fährst, geht das. Ja. Aber Innenperspektive mitten im Feld, ich weiß gerade nicht genau, wie viel Reihen ich da versetzt fahren muss. Guckst einfach auf dein Vorderrad, wenn das außen ist, dann geht das. Ja, aber dann verschenkst du schon wieder Platz, dann ist es eigentlich schon wieder zu weit. Gut. Ich tank dich gerade ab, Ghost, und dann muss ich wahrscheinlich auch gleich wieder guten abtanken. Weil ja, ich komme gleich kommt mit runter. Helfen abtanken. Denn ja, ist also nicht nur, weil das Ding nur 6000 hat, ne? Ja. Ich komme auch gleich helfen abfahren bei den Rübenernten, denn sonst ist auch so viel Stress dort. Einfach einen ganz normalen Anhänger für die Rüben, oder? Ja, ja du kannst ja, den Anhänger von Feld 46 nehmen. Mann, das ist so scheiße. Rüben abfahren ist auch eigentlich nicht schlecht mit zwei kleinen Agro-Linern. So, ich brauche jetzt aber bald auch mal einen Abfahrer. Ja, ich komme gerade an und danach gehe ich mal ganz, ganz kurz auf K. Okay. So ein, zwei Minütchen. Aber ich denke mal, in der Zeit... Dann müsst ihr euch einmal kurz selber abfangen, aber das kriegt ihr auch noch. Oder ich komme jetzt. Nee, ein Abfahrer reicht ja. Ich habe ja den großen Hänger. Ich auch. Jetzt. Waren auch keine zwei Abfahrer. Das ging heute Morgen sogar mit einem kleinen Akkuliner. Ja. Jo. Was soll's. Kommt auch immer auf die Entfernung an. Ich habe dir nur 50% gegeben, oder bist du voll? Nee. Ich stelle mich doch gerade hier mit dem Fendt hin, dann musste ich kurz selber noch abtanken. Guten? Ja. Der gerade aus, damit den Schweizer. Sieht euch mal mit einer WhatsApp-Gruppe oder so aus? Nein, eher nicht. Was? Because, dann haben nämlich alle guten Nummer und dann wird der voll gespammt und das geht dann auf den Eiern und so. So, Profi, du stehst mir gerade perfekt im Weg. Ja, der ist gerade nicht da. Dann bauen sie ihn weg. Der ist nämlich einfach so schön ausgestiegen. Ghost Gamer, du fährst irgendwie auf der falschen Seite. Ja, ich hab das neben. Lukas, was machst du da? Wir müssen erst den Silo leer haben. Wäre episch, wenn man sich gegenseitig in die Ernte reinladen könnte. Und dann. Hat jemand Lust, nicht raus zum Fahren? Ja, dann so nebeneinander fahren ich und dann... Ich sagte, das kommt. Ja, mit vier Vollerntern nebeneinander, die laden sich gegenseitig in die Bunker und ganz außen fährt ein Abfahrer. Das so, dann kommt ja, müssen wir uns aber doch mehr Abfahrer das schnappen. Das kommt noch. Das kommt noch, glaub mir. Das kommt noch. Meinst du, das kommt noch? Bestimmt. Sagst du,
Ja, wenn du dann sagst, dann sagst du so, halt mal. Ja, wenn ich dann sag, dann ist das so. Ja, hier und steht wenn, eine leere. Und wenn ich das scheiß Modden erlernen muss dafür. Ach, chillig hier mit einem Zerion angegurkt. Ich meine, prinzipiell ist es gar nicht schwer. Das ist eigentlich eine total leichte Sache. Das kannst du sogar, glaube ich, mal Nico hinkriegen oder so. Ganz chillig. Und prinzipiell musst du einfach nur so einen Abladepunkt von einem Hänger oder so einfach über den Bunker eines Dreschers machen. Jetzt überfahren sie mich auch noch. Ist das doch was soll denn das hier? Oder sozusagen, eigentlich ist es prinzipiell das Überladescript. André. Ist das nicht. Doch machbar. Gut, dann Track ist leer. Ja, aber ich wurde überfahren. Eigentlich bin ich jetzt bewusstlos. Einfach überfahren. Warte, ich schreite zu Tat. Warte, ich schreie schnell auf den Server und werde dir helfen. Erste Hilfe und so. Haust du mir mal eben eine Ladung Morphin rein, wie in der Sie? André, darf ich bitte wieder meinen Trecker haben? Danke. Was? Wer fällt jetzt hier gerade mit dem Hexelanhänger ab? Im Guten? Ja. Hattest du schon einmal das Problem, dass das Informationspanel weg war bei dir? Das gibt bei mir das ist mit F1. Ja, das gibt bei mir. Oder ein Plus auf dem Numpad, das habe ich rausgefunden. Für alle Leute, die Probleme mit dem oberen auch nicht bei mir. Links Nut haben, Plus auf dem Numpad und funktioniert es wieder. Geht bei mir komischerweise aber nicht. Also bei mir funktioniert's. Oder F1, also versuch es mal. Nee, das geht beides nicht. Verhexen weiß ich nicht. Also Rübenernte ist gerade auf 57. Und da macht der Marci eine Synchro-Party. 25 muss zu Ende gemacht. Du erst einen anderen Namen sagen. Könnt, glaube ich, wieder anfangen mit Hexen, so langsam. So langsam könnte der Marci mal ein bisschen auf den Pushen kommen. Könntest du schon langsam schon in der Gebe drauf. 25 ist schon gehext. Klar, wir fahren dafür mit den beiden Riesenanhängern hier ab, ne? Feld 25 ist noch nicht ganz gehäckselt, da fehlt noch eine Ecke. Ja, deswegen ja. Das muss zu Ende gemacht werden und dann sind wir fertig mit Häckseln. Ja, weiß jemand, wo ich nachher mich rein soll? Dann muss der. Vielleicht auf ein Feld, wo gerade nichts ist. Ja, und auf welchen? Ja, müssen wir mal rausfahren und gucken. Ne? Ich kann dir das auch nicht auswendig sagen. Oh gut, ich glaube, ich bin ein bisschen schneller als du. Wie schnell fährst denn du? 11. Oh, muss ich runterschrauben. So, ich mache jetzt einfach mal aus Langeweile hier mal kurz einen alternativen Punkt. Gut, wir machen das jetzt hier erstmal auf Haufen und dann holen wir das später ab, okay? Jo. Ja. Solange das da wegkommt, ist alles okay. Wir warten dann einfach aufs nächste Angebot. Uiuiuiui. Das wäre knapp, Eike. Wofür du stehst gerade ein bisschen im Weg. Oh, ja, warte, ich wollte. Ah, genau, wir wollten. Da ist noch ein Helfer. Sorry, aber ist aber ein bisschen knapp. Ja, ist gut, nicht anschubsen, bitte. Guten. Den realistisch. Profit, komm, wir fahren nicht die ganze Zeit, denn sonst ist er auch wieder lästig, wenn wir die ganze Zeit nehmen. Ich meine, der funktioniert nicht auf Dedicated Servern. Ja, ich war zuerst die Abfahrer. Nicht gut, dann hat sich das. Das ist doch der, wo du die langen Mieten machen kannst, ne? Ja, darum wollten wir das nehmen. Ja, aber das geht wohl nicht auf dem Dedicated, soweit ich weiß. Hatten wir mal nicht bei der Micmap schon mal drin, testweise. Für Kartoffeln. Und hat nicht so gut funktioniert. Ich komme mal kurz zu dir nach vorne, ne? Jo. Na, sie düst immer im Teleskop eher darum. Irgendwie ist der Puma richtig cool für solche Aufgaben. Ja, für so kleine Sachen ist der perfekt, ne? Ja. Ghost Game Master, aber du musst mal ein bisschen runterschalten. Ah! Ja, nicht schlimm. Ist nur ein kleiner Aufhaar. Wie klein der Puma aber auch neben dem 936er aussieht. Und Zeri. Ja, der Zerion ist sowieso ein bisschen übertrieben. Vor allem für Abfahren, ne? Ja. Biogas. Gerade dafür. Weißt du, mit dem meckern sie nicht, wenn sie mit dem Serien abfahren, aber mit mir meckern sie, wenn ich mit dem Quadrec abfahre. Ja, es gibt der Leute, die fahren hier mit dem Teleskoplader ab. Ja. Es gibt auch Leute, die fahren mit dem Silageschild ab. Ja, ist so geil. Ich erzeuge gerade Geld, indem ich mich selbst in diesen Container reinschmeiße. Der schiebt die Silage über den Hof. Gewinnen und so.
Na klar, ich trage die Silage in der Hand. Der so hobbylos ist und den ganzen Tag nur in seinen Xerion verbringt. Ja, nein, da kenne ich niemanden. Marius. Ich aber schon. Also ich wüsste auch nicht, wen man da meint. Ich kenne nur Marius. Das ist keine Anspielung, glaube ich. Nein, das kann nicht der sein, nein. Kann ich zufällig der Leberwurst. Seid ihr eigentlich alle fleißig ETS-Radio? Nein. Alter, ja, wo sind denn jetzt nochmal Rüben? Ja, das auch, ist ja gerade das Problem. Auch ein Abfahrer. Na, nicht. Hier, guten, hier. Hier ja, drüben. Ich dreh doch schon. Mal wieder mein Licht hier ausmachen. Ja, so langsam wird's nicht dann doch hell. Warte gerade, guten, ich wende. Ich werd's zurück. Ja, Profit, was soll das denn? Ich hab gerade gesagt, ich zurückfahre. Hätte es auch gerade ausfahren können. Der Gude hat schon ein bisschen Platz der in seinem Dingens. Rüben hast du wieso schon gekillt. Wo bist du, guter Helfer? Wir können wieder anfangen, ne? Guter Helfer, wo bist du? L625. Ah, ne, ich bleib aber gerade noch hier unten. Mal eben den Abfahrer hier rankommen lassen. Ja, das geht schon. Oh, Entschuldigung, Ghost Gamer. Ich regel das mit meinem Tempomaten. Der Marius weiß selber nicht, was er eigentlich hier anstellt mit seinem Xerion. Ich mache das alles auf einen Haufen. Naja, aber es ist schon unglaublich, was diese kleine Maschine hier an Tonny rausholt, ne? Ja, klar. Aber so klein ist sie auch nicht. Und auch der Puma. 200 PS, ganz ehrlich, das ist jetzt auch nicht. Da kannst du auch gleich mit dem Kramer fahren. Ja, klar. Ja, vergleich mal hier mit dem. Mit den Traktoren aus dem Oldtimer-Pack. Die ja, vergleich mal PS. Mit so einem Mittelklasse 150 PS-Schlepper, da ist der Puma schon fast cool. Ja. Puma ist Kult. Weißt du, was auch cool sind? Was cool sind, geil. Was cool sind, dein Deutsch. Was cool gedeutscht ist. Cool gedeutscht ist, wenn Sonntag 17-Minuten-Part kommt, Alter. Und 17 Minuten krass, Part heißt abmoderieren und jetzt wird abmoderiert und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ihr Muschis. Tschüss.